Wir haben ja bei den Tagesenergien anfänglich uns sehr stark auch mit dem Maya-Kalender beschäftigt. Ja. Insbesondere auch mit dem Tun-Kalender. Das ist der Kalender, der 2012 zu Ende gegangen sein soll, zum Ende des Jahres 2012, und der für die meisten der Maya-Kalender ist, von dem Sie schon gehört haben. Und das Interessante ist ja, dass dieser Kalender tatsächlich ein physischer, in Stein gehauener Kalender ist, den man im Urwald gefunden hat. Und man hat sehr schnell festgestellt, dass dieser Kalender einen enormen Zeitraum von Milliarden von Jahren abdeckt und so etwas wie eine evolutionäre Entwicklung beschreibt oder ausdrückt. Mhm. Und das ist ein schönes Modell auch für uns, um eine solche Entwicklung des Bewusstseins begreifen zu können. Und in diesem Maya-Kalender gibt es 9 Stufen. Und diese 9 Stufen sind, weil es eine pyramidale Struktur ist, unterschiedlich breit. Also unten ganz breit und oben werden sie schmaler. Und jede dieser Stufen repräsentiert einen Entwicklungsschritt des Bewusstseins. Die erste Stufe steht dafür, dass Leben entsteht. Man könnte sagen, aus dem Chaos entsteht Ordnung. Aus dem Chaos entsteht etwas, das wir in einer Struktur und Ordnung finden können, das, was wir Leben nennen. Und das kann über Millionen, Milliarden Jahre. Über Milliarden von Jahren. Also diese erste Stufe braucht Milliarden von Jahren, bis überhaupt in dieser Stufe die nächste möglich wird, die nämlich dann intelligentere Strukturen zulässt. Und so können wir eben immer weitere, immer intelligentere, immer bewusstere Strukturen finden. Und wir befinden uns jetzt, auch nach meinem Verständnis, bereits zu einem sehr großen Teil in dem, was in der 9. Stufe ausgedrückt wird, und das nennt sich kosmisches Bewusstsein. Kosmos, das griechische Wort für Ordnung, drückt aus, dass diese Ordnung schon in uns vorhanden ist. Dass wir zwar mit den Füßen noch in den anderen Ebenen stehen, so möchte ich es sagen, und auch noch den Kampf des Lebens spüren. Ein Kampf, wo der Stärkere sich gegen den Schwächeren durchzusetzen scheint und in dem bestimmte Strukturen, Machtstrukturen gelebt werden. Denn in diesem Maya-Kalender sind alle Stufen gleichzeitig aktiv. Also nach der Entwicklung von unten nach oben ist auch die unterste Entwicklung in diesem 9., in dieser ersten Stufe noch nicht vollständig abgeschlossen. Einige sind bereits in vielen, vielen Aspekten sehr bewusst. Andere leben aufgrund der Lebensumstände in sehr radikalen Strukturen. Mhm. Darüber täuscht auch unsere Gutmenschlichkeit nicht weg, die uns erklären, wir sind alle gleich. Wir leben in unterschiedlichen Szenarien. Wenn du in Rio im Armenviertel lebst, wirst du anders mit deinem Problem der Geldnot umgehen müssen, als wenn du in Beverly Hills deinen Autoschlüssel gerade in den Gulli geworfen hast und todunglücklich bist, weil du jetzt nicht an dein Portemonnaie kommst. Mhm. Das muss uns bewusst sein. Und dieser Entwicklungsprozess bringt aber das, was wir über Robert Sheldrake in morphogenetischen Feldern beschrieben finden, einen grundsätzlichen Anstieg des Bewusstseins gleichzeitig mit in Gang, der verhindert, dass die simpelsten und radikalsten Strukturen noch gebraucht werden, um die nächsten Schritte zu gehen. Mit anderen Worten, wenn wir die Welt rückwirkend betrachten würden, dann finden wir in den ersten Milliarden Jahren brutale Szenarien von Untergängen von Entwicklungen, unvorstellbare, jede Atombombe um ein millionenfaches überschreitende Energien, die dort zu beobachten sind. Heute aber leben wir in einem Entwicklungsprozess, wo viele Nöte nicht mehr durchlebt werden müssen, damit sie gelöst werden können. Also mit anderen Worten, ein höheres Bewusstsein bringt eine gute Voraussetzung mit, dass nicht mehr alles durchlitten werden muss, sondern dass wir freiwillig in einem früheren Stadium Veränderungsprozesse zulassen. Diejenigen, die auf alte Strukturen basieren, können das freilich nicht gutheißen, aber es fehlt ihnen der Rückhalt, es fehlt ihnen die Energie, gegen diese starke Bewegung einfach so weiterzumachen. Deswegen bedienen sie sich immer härterer, immer brutalerer Mittel, aber mit immer weniger Erfolg. Und auch diese Mittel, die gefürchtet werden, brauchen eine starke energetische Versorgung. Auch ein Krieg braucht viel Energie und die ist schlicht nicht mehr vorhanden. Und du hast oft gesprochen, wenn wir eben aufwachen sozusagen aus der Illusion und den Traum als solchen erkennen, dann erkennen wir hinter der Illusion eben das Göttliche. Ja. Ist das auch etwas für dich, also für mich ist es ganz klar so in etwas, dass ich Vertrauen haben kann, dass also nichts, nicht das Schlimmste, also das Schlimmste passieren kann, weil das, was ich bin, ist eh nicht dieser Körper. Das heißt, das Schlimmste könnte sein, dass der Körper irgendwie verletzt wird oder getötet wird, aber
das bedeutet nicht, dass das, was ich bin, aufhört zu existieren. Das heißt, das ist eigentlich ein System, oder wir haben eine Welt, die scheinbar gefährlich ist und auch auf der physischen Ebene durchaus auch so erfahren werden kann, aber letztlich gibt es eine Sicherheit und ein Vertrauen, dass es eine höhere Ordnung gibt und dass das, was wirklich wichtig ist, das ist unkaputtbar. Oder wie könnte man das bezeichnen? Also ich möchte vielleicht ein Modell anbieten, das dir aufzeigt, dass all das, was geschieht, durch deine eigene tatsächliche Natur, durch deine eigene Qualität in ihrer Umfänglichkeit geschieht. Also du bist sozusagen auch das, was energetisch all das in die Welt bringt, in deiner wahren Qualität. Du bist die Energie dahinter und diese Energie verändert sich, nimmt Formen an, verändert sich, vergeht, entsteht neu. Und das ist so faszinierend, dass Aspekte von uns sich so stark in dieses Szenario hineingezogen fühlen, dass wir uns selber mit diesen Erscheinungsformen und mit dem, was dort auf der Bühne geschieht, identifizieren. Mhm. Wahrlich ist aber alles durch deine dahinterliegende Kraft, durch deine wahre Natur, die unveränderlich, ohne Anfang, ohne Ende, schon seit jeher besteht, gespeist wird. Und hier gibt es nichts, was verändert werden kann, nichts, was bedroht werden kann. Und das, was wir in Bedrohungsszenarien jetzt im Moment sozusagen erfahren, ist ein gewaltiger Heilungsprozess unserer eigenen Identität. Es ist das Verändern unserer eigenen Wahrnehmung. Es ist das, was gebraucht wird. Es ist das, was geschieht, wenn der Apfel reif ist und vom Baum fällt. Natürlich wird das gefürchtet vom Apfel. Ich halte mich nicht mehr, ich kann mich nicht mehr festhalten. Aber genau das, was hier geschieht, ist dieser Reifeprozess. Und er ist ein Heilungsprozess, denn das, was dort verloren geht, an Illusion, wird ersetzt durch das, was wir Wahrheit nennen können. Und wenn die Wahrheit auftaucht, verschwindet die Illusion. Aus diesem Grund wird auch die Wahrheit so bekämpft. Überall dort, wo die Wahrheit sich zeigt, muss sie bekämpft werden, denn sie steht für sich und braucht nicht die künstliche Versorgung der Lüge. Und wenn wir die Schöpfung sehen, dann müssen wir auch sehen, dass wir ein Teil davon sind. Wir sind die Schöpfung. Dass wir die Schöpfung sind. Wir sind die Schöpfung. Also auch die Schöpfung. Nicht ein Teil, wir sind die Schöpfung. Ja. Kein Teil, wir sind die Schöpfung. Ja. Du bist die Schöpfung, denn es gibt nur dich. Das wäre noch richtiger, aber noch schwerer zu verstehen. Die Schöpfung ist das Einzige, was es gibt. Und du bist die Schöpfung. Und alles andere ist geschöpft, verschwindet und erscheint. Die Schöpfung, das ist deine Natur. Du bist das, was das Wunder des Lebens ist. Und deswegen muss dieses Wunder des Lebens in der illusionären Welt auch unter Kontrolle gebracht werden. Denn es ist nicht unter Kontrolle zu bringen. Und hier ist die Krux, die ein Paradoxon ausdrückt und uns ganz beruhigt sein lässt. Denn es ist unmöglich, hier aus der Illusionsebene auf die reale Ebene zurückzugreifen, denn es gibt sie nicht einmal. Von daher gibt es keinerlei Grund für Sorgen, denn es ist nichts anderes als Illusion, die verschwindet, in neuer Form erscheint, ohne dass sie dich in deiner wahren Qualität auch nur berühren könnte. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich könnte es fast so lassen, aber ich weiß, dass eben ganz viele doch noch fest mit diesen Problemen verwurzelt sind, ja, oder sich sehr darunter leiden, unter den Chemtrails da wütend werden. Aber wenn man es natürlich so muss sieht... Muss man doch. In der Illusion muss man das doch, Joe. Ja. In der Illusion ist das unser Ding. In der Illusion als Mensch muss man da wütend werden. In der Illusion muss man auch verzweifelt sein, bis man die Perspektive wechselt. Ja. Uns aus der identifizierten Sichtweise wechselt in eine Sichtweise des Verständnisses. In der Numerologie oder in der Entwicklung des Menschen, wenn wir die Entwicklung eines jeden Menschen übereinstimmend zusammenfassen, gibt es bestimmte Entwicklungsprozesse, die jeder Mensch durchlebt. Die nehmen unterschiedliche Formen an, die können in unterschiedlichen Storys und Geschichten erlebt werden, völlig unterschiedlich. Aber trotzdem drücken alle Geschichten etwas Gleichwertiges aus und das ist ein Entwicklungsprozess. Und dieser Entwicklungsprozess durchläuft drei Phasen. Und die erste Stufe ist die, dass du ein Teil dieser Welt bist und völlig eins bist mit dieser Welt. Dass du mit dem Betreten der Welt, wir sprechen vom Reinkarnieren, ins Fleisch gehen, scheinbar zum Fleische wirst, ja, oder anscheinend zum Fleisch. Und beides stimmt, je nachdem, aus welcher Perspektive du es betrachtest. Ja. Und dann beginnt auf einmal diese Illusion zu zerbröckeln.
Du merkst auf einmal, die Welt ist nicht so, wie ich dachte. Man könnte sagen, es ist der Schritt aus der Kinder- in die Erwachsenenwelt. Und das ist ein anstrengender, ein grauenhafter Schritt, denn er zeigt dir, wie sehr du in Illusionen gefangen warst und dass diese Welt einen ständigen Ausgleich von dir verlangt, symbolisch ausgedrückt durch die Zahl 2. Wir stehen auf beiden Füßen, aber immer instabil. Wir glauben, wir stehen ganz ruhig. In Wahrheit laufen in uns Tausende von Prozessen ab, damit wir nicht umfallen, damit in uns ein Ausgleich des Körpers stattfindet. Und das ist die Symbolik für unsere generelle Herausforderung als Mensch. Im letzten Schritt unseres Lebens, das kann früh geschehen, das kann bei einem Kind geschehen, das kann bei einem Jugendlichen geschehen, häufig aber erst im Alter, finden wir eine größere Perspektive, in der wir sagen, aha, all das, was hier scheinbar geschieht, ist in Wahrheit nichts anderes als etwas, das auf einer anderen energetischen Qualität nichts anderes ist als ein Ausdruck von Energien im stetigen Wechsel. Und wenn ich dann noch den Zugang finde, indem ich erkennen kann, dass ich selbst diese Energien bin, dann verschwindet alles, was ein Zweifel ist, und verschwindet alles, was ein Kampf ist. Denn du bist es, der diese Illusion des Kampfes überhaupt in die Welt gebracht hat, in einer Illusion, die es niemals gab und die niemals Bestand hatte. Und jetzt kannst du dich zurücklehnen und dich in deiner wahren Qualität erkennen. Das ist der dritte Schritt.